Der Slogan unseres Projekts lautet Collect, Curate, Collaborate. Wir haben zwei User, die unseren Prototypen verwenden. Einmal Elke, sie ist freie Kuratorin und entwickelt eine Ausstellung innerhalb dieses Prototyps. Und dann haben wir noch Simon, der 13 ist, E-Sports mag und in einem E-Sport-Spiel zu Fußball einen Hinweis bekommt über den Ball, dass es auch eine digitale Ausstellung dazu gibt. Und so in den von Elke kuratierten Space kommt. Wir haben Elke, die in einem virtuellen Raum ihre Ausstellung plant. Das heißt, sie kann sich die Ausdehnung des physischen Ausstellungsraums dort gestalten, Tische, Exponate auswählen aus allen globalen Sammlungen, die Daten zur Verfügung stellen und kann sie dort eben auch anordnen, kann schauen, ob das funktioniert im Raum und kann dann diese Sachen exportieren, also Exponateliste oder einen Raumplan für den realen Bereich, für den physischen Bereich und hat dann aber gleichzeitig auch eine virtuelle Ausstellung dort kreiert. Diese wird gespeichert und dann kommt Simon, ein Besucher, der E-Sports mag, also mit seiner PlayStation sehr viel Zeit beim Fußballspielen verbringt, dort eine Info bekommt, dieser Ball aus dem Spiel ist ein wichtiges Fußballspiel gewesen, bei dem Brasilien gewonnen hat und dort über den Ball gelangt er eben in die virtuelle Ausstellung, wo auch der Ball eine Rolle spielt. Es geht um Fußball, die Geschichte des Fußballs, verschiedene Fußbälle. Und er kann sich jetzt die Ausstellung von Elke anschauen, aber er kann dort auch selbst Dinge tun. Er kann durch eine VR, ja durch einen VR-Anzug das Ganze real erleben. Er kann nicht nur, wie wir es heute haben, 3D sehen, sondern auch hören, riechen, schmecken, das Gewicht der Artefakte unmittelbar erleben und kann dann auch mit dem Ball in der Ausstellung erproben, wie kann man mit dem Ball schießen auf dem Mond, unter Wasser, wie schießt es sich mit einem Lumpenball, wie mit einem Hightech-Ball. Und das Ganze kann er wiederum speichern und kann dann auch seine Freunde in seine Ausstellung mit hineinnehmen. Das heißt, man kann auch kollaborativ mit anderen diese Objekte erleben. Die Kernfunktionalitäten sind einmal ein Import von beliebigen Daten aus beliebigen Sammlungen. Man kann dann selbst Sammlungen zusammenstellen nach eigenen Kriterien. Man kann diese Daten aber auch exportieren, als eigene Sammlung anlegen, um sie für später aufzuheben, wenn man nochmal genauer mit den Objekten arbeiten möchte, wenn man sie vielleicht kreativ nutzen möchte, wenn man sie als 3D-Druck nacharbeiten möchte, wenn man sie als Vorlagen verwenden möchte. Man kann aber auch meinetwegen ein Seminar dort vorbereiten, kann mit Studierenden dort arbeiten, indem man die Objekte zur Vorlesung zum Seminar dort bereitstellt und dann mit den Studenten diese Objekte genauer unter die Lupe nimmt, Notizen dazu macht und diese Notizen auch wieder mit herausnimmt aus dem virtuellen Raum, um sie dann weiter zu verarbeiten zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir haben die Wand umgedreht, also die Tafel, und da hatten wir ganz toll alles mit Magneten festgemacht, haben es umgeklappt und es ist alles runtergelaufen. Zum Glück lief die Kamera währenddessen, man kann sehen, wie professionell wir hier gearbeitet haben. Unser Prototyp überwindet Grenzen in ganz vielen Hinsichten. Man kann unabhängig vom eigenen Standort virtuelle Ausstellungen besuchen, man kann die Sammlungen von Globalmuseen verwenden. Man kann sie vergleichend gewissermaßen vor Ort aneinander halten. Man kann Zugänge zu Material ermöglichen, indem man es spielerisch aufbereitet, indem man es wissenschaftlich nutzt. Es gibt eine ganz breite Anwendungsvielfalt und man kann ganz viele verschiedene Benutzergruppen mit diesem Prototypen erreichen.